Hallo, ich bin Steffen mit neuem Outfit und ich bringe dir einen Tickety-Test auf dein Display heute mit dem Challenger ATR von Hoka One One. Ist er tatsächlich für jeden Untergrund geeignet und werde ich mich in den Allrounder ebenso verlieben wie in seinen Straßenbruder Clifton 2? Der kleine Racker ist sehr leicht für einen Geländewagen, obwohl er recht bullig aussieht. Denk schon, dass er einiges wegstecken kann. Die typische Hoka Oversize Mittelsohle aus Ethylen-Vinylacetat, kurz EVA, sticht natürlich wieder heraus. Wirkt allerdings etwas steifer als beispielsweise beim Clifton. Ebenso hat er eine ziemlich massive Fersenverstärkung, eine gepolsterte Zunge und einen gut gepolsterten Ferseninnenraum. Farbdesign schwarz-grau-gelb, schlicht, sportlich, elegant. In blau-grün gibt es den Challenger 2 auch noch. Das Obermaterial macht einen hochwertigen Eindruck und an der Sohle versprechen 4 mm Stollen einen guten Griff. Ich bin gespannt und jetzt kommt der Dr. Nobs mit seinen Fakten um die Ecke. Kategorie Allrounder Light Trail. Untergrund Trail. Gewicht 270 Gramm. Sprengung 5 mm. Preis 130 Euro. Nach dem ersten Reinschlüpfen war klar, das ist ein Schuh, der zu mir passt. Er ist unfassbar bequem, der Fuß ist sanft eingebettet und die Ferse sitzt stabil. Doch was alles nutzt das, wenn es beim Laufen dann nicht klappt? Also habe ich ein paar Runs absolviert. Also das ist mein zweiter Lauf mit dem Challenger ATR von Hoka One One. Und es könnte mein neuer Favorite Schuh werden. Ich bin schon verschiedenste Untergründe mit ihm gelaufen. Asphalt, Wiese, Matsch, harten Waldweg. Und er macht sich bisher echt gut. Aber mehr gleich im Test. Nach ca. 80 Kilometern war klar, ich habe neben meiner Frau und meinen Kindern einen neuen Liebling, der sich auf der Straße mehr als solide laufen lässt. Da steht er zwar seinem Kollegen Clifton 2 ein bisschen nach, aber der ist ja auch für die Straße konzipiert. Dafür meistert der Challenger ATR 2 echt jede Situation. Ich hatte teilweise extreme Momente in meinen Testruns. Abhänge mit Geröll und Laub, Matschpassagen, unebene Wiesen, Sand etc. Der Schuh gab mir zu jeder Situation das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Er stützt den Fuß, wenn es drauf ankommt, lässt aber genug Spiel, um sich frei zu fühlen. Perfekte Mischung also. Das Obermaterial ist angenehm und robust. Das alles bei einem mega geringen Gewicht. Hut ab! Die Hoka-typische Meta-Rocker-Sohlenkonstruktion mit der Rundung von Ferse über Mittelfuß bis zu den Zehen ist einfach genial und die dynamische Abrollbewegung spielt besonders beim Bergablaufen seine Stärken aus. Das soll jetzt echt kein Werbefilm für den Challenger sein, aber ich habe echt nichts auszusetzen. Okay, für schnelle Straßenläufe hätte ich ein paar bessere Schuhe im Petto, aber wenn er das auch noch perfekt könnte, dann wäre hier wirklich, wie Hoka sagen würde, time to fly. Fazit: Komfort. Bombendämpfung, der Schuh sitzt perfekt, der Fuß ist schön eingebettet, super Komfort. Qualität, nichts auszusetzen, alles gut verarbeitet und er hat wirklich harte Bedingungen ohne Schäden überstanden. Der Langzeittest steht allerdings noch aus. Look, nice, wer mit dem Look der dicken Hoka-Sohle kein Problem hat, dem dürfte der Schuh gefallen. Preis 130 Euro sind für das, was einem da geboten wird, ein faires Angebot. Ich kann diesen Schuh in vollem Umfang empfehlen. Wenn ihr einen Schuh sucht mit ordentlicher Dämpfung, mit dem ihr auch über den Asphalt zum Trail laufen wollt und einen Partner an eurer Seite haben wollt für jede Situation, dann ist das die richtige Wahl. Vergesst nicht mehr, ein Like zu geben, dieses Video zu teilen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Besucht mich auf Facebook und auf meinem Blog. Bis dahin, tschüssen, euer Steffen.